Und jetzt kommt es hier, glaube ich, zum Bosskampf. Ja! Alter! Okay. Habe ich alle Buchstaben? Nee. Lass mich in Ruhe. Okay. Ich weiß jetzt nicht, noch einmal, glaube ich. Müssen wir aber hinkriegen. Yay! Okay, jetzt müssen wir dem einen verpassen. Yay! Ich glaube, wir kriegen jetzt eine Sequenz. Glaube ich. Oder wir kriegen nur am Ende eine Sequenz. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Haben wir denn alle Vasen? Ich habe gar nicht mehr mitgezählt. Ich glaube, wir haben alle. Münzen? 98. Das ist mir wohl wieder irgendwo eine... Irgendeine ist mir da wohl... Habe ich nicht gesehen. Aber wir haben alle Vasen. Sehr schön. Mir gefällt die dritte Vase am besten, weil die ist so oben so zusammen mit so, wie so ein Trinkkrug ist das irgendwie. Aber wir speichern. Hier, die Wolken sind auch alle gekringelt. Alles ist gekringelt. Block wird gegenwärtig benutzt. Gegenwärtig benutzt überschreiben? Ja. Nee. Zurück. Ich hab das schon gespeichert. Gut, weiter. Wo kommen wir denn jetzt hin? Vielen Dank für alles, Herr Key. Es war ein echter Höhepunkt. Ihr da, Herr. Bitte melden, bitte melden. Wir haben noch was vor, weißt du noch? Theben wartet auf uns. Ja, ja, ich weiß. Ja! Theben erleben und sterben. Theben? Was ist denn Theben? Ich weiß es nicht. Aber das müsste das Stadtlevel sein. Und? Ja! Die Musik. Ja, das Stadtlevel war auch das Level, was man in der Demo spielen konnte. Wir haben 7 Leben übrigens. Und was ich eben noch, was mir wieder eingefallen ist, und zwar habe ich früher auch immer das war auch... Ich quatsch, während ich zocke. Das war auch damals bei Oddworld so. Da hat nämlich mein Vater hat so einen Kercher Hochdruckreiniger gehabt und da hat er sich eine neue... Och, Wichser. So eine Düse für gekauft. Eine neue. Und hat die halt ausgewechselt und die alte habe ich bekommen, damit ich damit rumspielen kann. Und da habe ich die Slicks immer nachgemacht. Das war dann quasi so meine Waffe. Und dann habe ich auch noch irgendwann mal irgendwoher ein blaues Bandana gehabt und das habe ich mir dann immer so umgebunden und habe Herkules gespielt. Also ich hatte irgendwie schon immer so
Spaß, Spiele nachzumachen. Fragt mich nicht, warum. Ich weiß nicht, ob ihr das letztens mitbekommen habt, aber ich glaube, im Alter von 4 war das. Da haben wir... Oh, Wichser. Da haben wir anscheinend den, das Sega... Ich weiß nicht, was es genau für eine Konsole war. Es war auf jeden Fall ein Sega. Und da haben wir halt... Von meinem Cousin haben wir das ausgeliehen. Und da habe ich dann ein bisschen Sonic gezockt. Und dann hatten wir im Kindergarten... Sollten wir einen Gärtner zeichnen. Und da habe ich Sonic als Gärtner gezeichnet. Da hatte ich wieder ganz viel Spaß irgendwie am Spielen. So. Jetzt geht es hier los. Nee, war das hier schon? Nee, das war irgendwo anders. Hier ist auf jeden Fall das Haar. Unsichtbarkeitsgedöns. Hier sind auch wieder Kringels. Überall Kringel, ich mag das. Da die Verzierungen auf den Blumenkübel sind auch Kringel. Sehr schön. Ist das hier eigentlich Athen oder sowas? Wo ist die scheiß Katze? Da ist die Katze. Okay, dann war das hier noch nicht. Dann gehen wir hier wieder runter. Ah, ich bin zu früh. Links waren wir schon? Nee. Über eine Treppe runter. So, links waren wir schon. Ne, hier links waren wir schon. Da müssen wir jetzt hier hin. Stirb. Haben wir jetzt. Das Schöne ist, wenn die sich zum Tode schon so drehen, können wir die nochmal angreifen. Und hier ist so ein Ampelfuzzi. Machst du mal grün? Ach, Wichser. Das war knapp. Die ist süß, die Frau. Wie sie mit ihrem kleinen... mit ihrer Vase da so... Ich finde das auch... Nein, Erdbeben! Ich finde das auch schön, wie die Stadt hier einfach lebt irgendwie. Hier hängen zwar irgendwie Ziegen und sowas rum, aber ich finde das schön, wenn sich da immer so irgendwas bewegt. So, hier haben wir einen Zauberer. Und ich weiß nicht, ob der einen Bart haben soll oder ob der einfach noch mega riesig groß lacht. Das war für mich immer, als ob der so einen riesen Mund hätte. Was macht er da? Aber ich glaube, hier fängt das an mit diesen endlosen... Durch die Gegend springe. Ich springe jetzt mal in irgendwo hin, wo vielleicht was sein könnte. Nee, war doch nicht hier. Das kommt noch. Das war auf jeden Fall in diesem Level hier. So, der zaubert auf jeden Fall nur einmal was. So. Ah, das ist jetzt, glaube ich, ein Zwischenboss. Ja. So, hier war eine Stelle, wo er uns, glaube ich, nicht treffen kann. Auf jeden Fall ist das ein bisschen ätzend. Weil wir ihm die ganze Zeit diese Dinger hier vom Kopf schmeißen müssen. Und das dauert halt ewig. Ich mochte immer das Geräusch. Wie diese Steine aufkommen. Von diesem Riesenstein hier. Diese Bröckel. Weil das hört sich irgendwie so weich an. Ich meine, da gibt es auch noch eine andere Möglichkeit. Aber ich bin mir dann nicht ganz sicher. Was ist das überhaupt? Ein Stier oder was? Ich glaube schon. Wir werden hier von allen angegriffen, obwohl wir nichts gemacht haben.
Ich habe auch gerade Bock, ich krieg gerade irgendwie Hunger auf Antipasti. Und wir fahren am Freitag fahren wir nach Venlo. Wird bestimmt lustig. Wollen wir nämlich Süßigkeiten kaufen gehen. Holländische Süßigkeiten sind das Beste. Ist zwar ganz viel fettig und ganz viel Zucker, aber das kann man sich auch mal geben. Ist er tot? Nein, einmal noch. Der kullert dann auf jeden Fall die Treppe runter. Meine ich mich mal dran zu erinnern. Ja. Yay. Wir haben den langweiligsten Boss besiegt. Okay, hier geht's nicht weiter, das ist schön. Ist auch schön, dass die Ziegen hier hoch und runter gehen und so und nicht immer auf der gleichen Stelle stehen bleiben und sowas. Das mag ich. Ja, hier kommen ja auch Skelette, da war ja was. Irgendwelche haben, glaube ich, auch zwei ausgehalten. Für mich kamen die immer aus der Hölle. Fragt mich nicht, weil die irgendwie... Die kommen ja aus dem Boden irgendwie hoch. Und da kamen die immer für mich aus der Hölle. Hey. Wollt ihr mich verarschen? Ey, ich bin ja schon wieder fast tot. Da war noch ein blauer. Oder ein roter. Dankeschön. Bisschen Energie wenigstens. Oh, wie jetzt gleich kommt wieder so ein Typi. So ein halbnackter Typi. Oder diese brennende Katze. Jetzt kommt das aber, wo man so endlos lang schwingen kann. Guten Tag. Mit denen hatte ich jetzt nicht gerechnet. So, gehen wir erstmal nach links. Oh, fing das hier schon an? Komm, wir versuchen einfach mal unser Glück. Okay, hier war nix. Ja, das Schöne ist ja, dass sie nicht respawnen. Na? Man kann sich auch, genau, man kann sich auch drehen. Okay. So, jetzt kommt der Geschiss hier. Nein! Ich möchte da hoch, weil da oben sind nämlich, glaube ich, Vasen. Und Vasen sind gut. Oh Gott, das will. Da sieht man schon wieder einen Schatten. Ah! Nee, das ist ein Buchstabe. Möchte ich aber trotzdem gerne haben. Muss ich erst einmal komplett drehen, der kann nicht direkt weiterspringen. Pff.
Halt dich fest. Dankeschön. So, jetzt machen wir hier noch einen großen Sprung. Ne, kommt nichts mehr. Könnte ja sein, dass da noch irgendwas in der Luft hängt oder so. Müssen aber eigentlich alles haben da oben.